Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute dann direkt nach einem Tag mal wieder zurück zur Karriere mit dem Hamburger Sportverein. Wir sind jetzt mittlerweile schon im März angekommen. Das nächste Spiel, was vor der Tür steht, ist gegen den MSV Duisburg. Und wenn ihr euch die Tabelle anschaut, derzeit ist Duisburg Tabellenvierter, wir Tabellendritter. Das bedeutet, wenn Sandhausen und Regensburg ebenso patzen, dann könnten wir den Vorsprung zwischen 3 und 4 noch weiter ausbauen. Das bedeutet, das Spiel müssen wir auf jeden Fall machen. Und in der letzten Folge konntet ihr natürlich wieder abstimmen, wer Man of the Episode geworden ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es endgültig aussieht. Ich nehme das Ganze jetzt eine halbe Stunde später auf, als das letzte Video online gekommen ist. Und ja, derzeit ist Winzheimer mit über 50% von den 5 Leuten Erster. Und deswegen denke ich einfach mal, dass es dabei bleibt. Aber ihr habt mir jetzt schon des Öfteren reingeschrieben, auch unter dem letzten Video steht es jetzt schon, ich soll mal probieren, das Ganze mit einer anderen Formation anzugehen. Und zwar mit der Doppelspitze Winzheimer und Arp. Und eventuell werde ich das jetzt nochmal als weitere Taktikvorlage implementieren. Und das System würde dann so aussehen: Winzheimer und Arp im Sturm, dahinter die Viererkette Ito, Holtby, Schnellhardt und Schindler, dann die defensive Viererkette aus Santos, Van Drongelen, Pfeiffer, Knost und im Tor Pollersbeck. Dazu haben wir auf der Bank Mikkel, Jung, Sakai, Moritz. Im Sturm habe ich mir gedacht, nehme ich einfach mal Drops mit. Denn mich würde mal interessieren, wie der spielt, wenn er mal reinkommt. Eventuell, wenn wir führen, könnte ich den mal einwechseln. Wäre, glaube ich, sein erster Einsatz. Wir können uns das gleich mal anschauen. Und dann haben wir noch Redondo und Lobren mit dabei, die ja im Winter zu uns gekommen sind. Des Weiteren geht es in dieser Folge auch darum, holen wir uns vielleicht jetzt schon die ersten Spieler für die nächste Saison? Da bin ich mir allerdings ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sicher. Und Dross hat tatsächlich bisher noch keinen einzigen Einsatz gehabt. Nicht mal irgendwie eingewechselt oder ähnliches. Das bedeutet, es wären seine allerersten Einsätze bei uns im Kader. Und ja, eventuell wird er die dann in diesem Spiel bekommen. Gegen den Tabellenvierten, gegen den MSV Duisburg. Und in diese Partie starten wir jetzt rein. Und danach würde ich sagen, kümmern wir uns auch nochmal um die letzten Transferplanungen für den Sommer, die wir schon vorneweg machen können. Das ist auf jeden Fall mal die falsche Aufstellung. Mit der wollen wir nämlich rangehen, mit der 4-4-2. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein und hoffen, dass wir hier im Volksparkstadion die 3 Punkte behalten. Mal wieder geht es hier für den HSV um alles. Tabellenplatz 3 empfängt Tabellenplatz 4. 46 Punkte zu 39 Punkten. Da ist eine kleine Differenz. Und diese Differenz könnte man auf 10 Punkte ausbauen, was natürlich ein Traum wäre, was dann so ein wenig schon die Vorentscheidung wäre. Der HSV derzeit die beste Abwehr mit Köln und Darmstadt zusammen. Nur 22 Gegentore, aber auch der MSV Duisburg. 28 Gegentore bisher in 27 Partien bekommen. Das heißt, ja, etwas mehr als ein Tor pro Partie. Damit haben wir hier zwei sehr, sehr defensiv starke Mannschaften am Start. Der HSV natürlich auch in der Offensive nicht zu halten. Die haben da schon das ein oder andere Tor geknipst und starten mit Pollersbeck im Tor. Links Santos, Van Drongelen und Pfeiffer in der Innenverteidigung. Knost rechts, davor Ito, Holtby, Schnellhardt und Schindler. Und weiter geht es mit Winzheimer und ab und ja, das erste Mal, dass der HSV in dieser Saison mit einem anderen System als im 4-1-4-1 antritt. Dieses Mal im 4-4-2, damit eventuell nochmal ein wenig mehr Offensivdruck. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie das Ganze funktioniert. Und eventuell stellt der HSV dann hier noch während der Partie um. Hier haben wir, ja, Duisburg und Seo Jung-Ye spielt schon bei Duisburg und das sogar in der Startaufstellung. Ich habe ja gesagt, als er den Weg zu Duisburg ja begonnen hat, dass er kein schlechter Mann ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, kommt ja aus der zweiten vom HSV, durfte auch trainingsmäßig auch immer schon bei der ersten mitschnuppern und deswegen bin ich gespannt, hatte da natürlich keine Chance gegen einen Santos, der letzte Saison zu den stärksten Spielern beim HSV gehörte. Und wir starten jetzt rein in die Partie, eventuell jetzt so ein wenig mit der Vorentscheidung im Aufstiegskampf. Ansonsten müsste Duisburg hier was reißen. Wir starten rein. Schnellhardt ebenfalls gegen seinen Ex-Club, fällt mir gerade ein. Let's go. Und ich bin gespannt auf diese Partie.
Oh, Winsheimer und Arp hier im Zusammenspiel. Winsheimer ist durch und da ist es das 1:0. Durch unsere Sturmkombination, die das erste Mal zusammen auftritt. Eine sehr, sehr junges Duo. Ich hatte gesagt, ein sehr, sehr junges Duo da vorne. Winsheimer und Arp. Der eine ist im Spiel 20, in echt glaube ich noch 19. Und der andere hier mit 18 Jahren. Glaube ich, im Januar Geburtstag hat. Mittlerweile sind wir 19 im Spiel. Also 19 und 20 die beiden. Und die macht. Obwohl, wir sind ja noch ein Jahr zurück. Wir sind noch gar nicht in der Zweitligasaison. Dann passt das doch, aber Winsheim auf jeden Fall mit dem Tor ein wenig durcheinander. Und das 1:0 nach gerade mal 8 Minuten für den HSV. Und jetzt muss eventuell auch der MSV ein wenig offensiver spielen. Und dann kriegen wir dann eventuell die ein oder andere Lücke vorne. Schindler und er zieht übers Tor. Zweite große Chance, also bisher merke ich persönlich von der Defensivstärke des MSV Duisburg gar nichts. Also wir kommen da echt durch, können uns da gut durchkombinieren und da ist der zweite Abschluss und der war auch gar nicht so ungefährlich. Also wenn es so weitergeht, dann könnten hier ja ein paar mehr Tore fallen, sogar eventuell mehr als im Greuther Fürth-Spiel. Oh, das ist allerdings jetzt eine Mega-Konterchance für Duisburg. Pfeiffer ist da. Maschine Pfeiffer meldet sich zu Dienst. Also wie immer, dieser Junge haut alles hinten weg, was er weghauen kann. Unfassbar, was der für eine Leistung in seinem Alter hier hinten erbringt. Oh, stark gemacht von Arp und Ito. Ito geht da sogar nochmal vorbei. Muss jetzt allerdings sich den Raum hier irgendwie erkämpfen. Macht er sogar gut. Das auf Schnellhardt. Schnellhardt nochmal auf Winsheimer. Und er zieht den Ball leider komplett vorbei. Aber ja, ich sag mal, ist das jetzt schon die dritte oder vierte Großchance für den HSV? Also bisher defensiv beim MSV läuft nichts zusammen. Da müssen sie deutlich mehr machen. Eine große Chance hatte auch Duisburg, die allerdings leichtfertig an Patrick Pfeiffer vergeben. Also bisher der HSV deutlich die stärkere Mannschaft hier. Oh, starker Pass auf Schindler. Der geht da tatsächlich sogar am ersten vorbei und sieht Ito durchstarten. Wenn der den Ball jetzt gut mitkriegt und das Tempo hat, hat er sogar, kann er da durchgehen und macht das Tor. 35. Minute 2:0 durch den kleinen Japaner. 1,65 oder ähnliches groß da. Überall eine andere Größe genannt und der macht hier den Treffer zum 2:0 in der 35. Minute. Schöne Ballmitnahme. Dann dachte ich mir, wäre der Ball verloren. Er setzt sich trotzdem nochmal durch und haut den dann endlich mal mit einem souveränen Abschluss ins Eck. Und damit steht es hier jetzt 2:0 schon vor der Pause. Also offensiv läuft es beim HSV sehr, sehr überragend derzeit. Ab. Langer Ball auf Schnellhardt und der will doch nicht. Der will doch nicht hier gegen seinen Ex-Club treffen. Starker linker Fuß, abgefälscht und knapp am Ball vorbei. Am Ball, ja, genau, am Ball, am Tor natürlich. Gute Konterchance nach diesem Eckball für Duisburg. Da müssen wir jetzt aufpassen. Knost wird nochmal ausgetanzt, der Abschluss kommt. Allerdings ist Pollersbeck da und jetzt könnte der HSV noch einmal umschalten eventuell, wenn der Schiri das durchlässt und der lässt es durchgehen. Schindler wird da aber, ja, da haben wir ihn, Seo, überragend. Und damit gehen wir mit dem 2:0 hier im Volkspark in die Halbzeitpause. Und ich habe ja gesagt, sollte es laufen, könnten wir ein paar Leute spielen lassen, die jetzt eventuell nicht ganz so oft spielen. Ich lasse Lovren jetzt schon mal rein für den bisher überragenden, obwohl, na, ich nehme Ito einfach nur runter, weil er ausdauertechnisch nicht so gut am Start ist. Da müssen wir mal das Training umstellen. Und dann geht Ab raus, Winsheim hat wieder getroffen. Der sollte derzeit, ja, bewertungstechnisch weiter oben sein. Deswegen, ja, Winsheimer, Ito bisher die stärksten Spieler auf dem Platz, haben auch die beiden Treffer gemacht. Und wir wechseln jetzt endlich. Das erste Mal darf Drovs in die Partie rein und dazu natürlich jetzt auch auf der anderen Seite, auf der linken Flügelbahn, Lovren das nächste Mal. Der hätte ja letztes Mal treffen können sogar. Da haben wir jetzt mal Platz. Ball geht raus auf Schneller, der auf Schindler. Der hat Tempo drauf, der hat Tempo drauf und der schließt ab und hinten kommt Lovren erneut. Zweiter Treffer in den letzten zwei Spielen von Lovren, diesmal ein bisschen abgestaubt, aber da muss man natürlich auch stehen. Und er ist mitgelaufen, hat sich für diesen Lauf gelohnt. Wir sind hier unten am Bildschirmrand, die Nummer 27, die da im Vollsprint durchgeht.
und dann letztendlich den Ball auch einnetzt und damit hier sein zweites Bundesliga-Tor oder sein zweites Bundesliga-Tor macht für den Hamburger Sportverein. Und damit steht es jetzt 3:0 und ich denke, ja, diese Partie hier ist durch. Letzter Wechsel der Partie. Es darf sich auch nochmal Jung zeigen. Der hat jetzt länger keinen Einsatz mehr gehabt. In der Innenverteidigung überzeugt mich. Ich muss gleich mal gucken, ob es bewertungstechnisch auch so ist. Pfeiffer mehr als ein, wer war denn davor? Van Drongelen. Und ja, beide gleiche Bewertung. Aber ich denke, das geht in Ordnung. Van Drongelen geht mal runter und Pfeiffer bleibt drauf. Dafür kommt Jung mit in die Partie. Und das ist dann unser dritter Wechsel. Oh, stark durchgestartet von Marco Drofs und der Abschluss leider nicht ganz so gut wie der Laufweg. Oh, Schindler da mit dem guten Ball gewinnen und jetzt könnte es unser Youngster machen. Drofs geht durch, Drofs legt sich den Ball zu weit vor. Da wär's gewesen. Riesenchance. Marco Drofs kommt da leider nicht durch. Und damit bleibt es hier vorerst beim 3:0, aber ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Draus mit der nächsten Chance und er zieht ihn wieder rüber. Ich glaube es nicht. Riesenchancen hier. Riesenchancen. Nächste. Das macht er gut. Das macht er richtig gut. Jetzt muss er irgendwie das Ding machen und er macht es. Marco Drofs, erster Einsatz, erstes Tor hier für den Hamburger Sportverein. 83. Minute beim dritten Versuch hat es dann geklappt. Dazu noch mit dem schwachen Rechten. Schließt er diesmal ab und diesmal trifft er das Tor. Torwart kommt da nicht ganz ran. Und dann ist es hier letztendlich tatsächlich die Entscheidung. 4:0 für den HSV nach 83 Minuten. Oh, Winsheimer auch nochmal mit der Chance. Tritt nochmal drauf, ganz hinten läuft er ein und da ist Schindler. Wow, stark gespielt. Wow, Marco Drofs, der zieht jetzt richtig an. Und der HSV jetzt in den letzten Minuten jede Sekunde hier eine Torchance und da spielt er noch. Der spielt nochmal, der Winsheimer. Und letztendlich nicht mit einem Tor belohnt. Lovren läuft hier sogar ins Aus und aber in den letzten Minuten der HSV wirklich im Minutentakt hier mit den Torchancen und eventuell sogar noch eine hier zum Abschluss über Marco Drofs. Nein, und damit sollte der Schiri die Partie jetzt gleich beenden. Ein Angriff eventuell noch über außen, aber Pfeiffer ist wieder da und jetzt könnte der Schiri den Abpfiff langsam herbeileiten. Flanke geht nochmal rein und das sollte das Ende sein. Ich glaube es zumindest. Der Schiri hat aber noch richtig Bock, die Partie weiterlaufen zu lassen. 90. plus 5 sind wir mittlerweile. Pfeiffer kommt da nicht ran. Und das ist nochmal der Treffer für Duisburg. Ehrentreffer in der 90. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem Treffer hier. Vor allem Pfeiffer in einem Kopfballduell als Verlierer rausgegangen. Das sieht man selten hier. Die Nummer 35, der jetzt gleich das Kopfballduell verliert, kommt da nicht ganz ran. Und dann natürlich auch unhaltbar für Julian Pollersbeck. Und der 4:1 Anschlusstreffer. Aber das wäre es jetzt gewesen sein. Ich denke nicht, dass der Schiri diesen Angriff hier noch durchlaufen lässt. Aber scheinbar hat der Schiri Bock auf Fußball. Der Schiri hat richtig Bock auf Fußball scheinbar. Luis Holtby nochmal. Und jetzt wird er abpfeifen. Und zwar nach 99 Minuten oder ähnliches. Also der hatte richtig Lust. Die Partie ist jetzt vorbei, wir gewinnen 4:1, bin ich letztendlich mit zufrieden. Winsheimer mit einem Tor, Ito, Lovren und Marco Drofs und ich denke, ja, wir können mal reinschauen. 9,4 Winsheimer, 9,4 Schindler und ja, die sonst haben unfassbar viel im Achterbereich. Das sind einfach die beiden Spieler, die ich jetzt mal aus dieser Partie hier mit rausnehme. Und damit sieht es jetzt tabellarisch 7 Spieltage vor Saisonende ideal für uns aus. Wir haben 9 Punkte Vorsprung, dazu eine um Längen bessere Tordifferenz als Regensburg. Das heißt eigentlich 10 Punkte Vorsprung, 7 Spiele noch zu gehen, Maximalpunktzahl natürlich 21. Aber ich denke nicht, dass wir uns das jetzt noch nehmen lassen werden und hier so viele Niederlagen mitnehmen. Weiterhin Köln, 7 Punkte vor uns. Ingolstadt, 1 Punkt vor uns. Wir sind derzeit auf dem Relegationsplatz. Das wollen wir natürlich noch ändern. Wir wollen letztendlich definitiv, ja, den direkten Aufstieg natürlich schaffen.
Ich habe jetzt nochmal in die letzte Folge reingeschaut und zwar haben wir ein Transferbudget von 3,3 Millionen. Jairo habe ich letztes Mal nicht gefunden und der ist jetzt natürlich hier auch am Start. Er hat eine Freigabesumme von 18,5 Millionen. Das können wir uns definitiv nicht leisten. Das Gute allerdings ist, dass sein Vertrag ausläuft. Er wird aber wahrscheinlich verlängern, deswegen bin ich gespannt, wie wir das machen werden. Wir könnten natürlich die Freigabesumme ziehen, einfach damit er bei uns ist und das von unserem Budget nicht abziehen, einfach damit wir ja das Realistische haben und Jairo bei uns haben. Bei Narey könnten wir das allerdings jetzt machen, dass wir dem im Sommer einen Vertrag unterlegen, beziehungsweise jetzt einen Vertrag zum Unterzeichnen zeigen und der den unterschreibt und der dann im Sommer zu uns kommt. Und ich würde einfach mal sagen, das würde ich jetzt einfach mal unter die Lupe nehmen. Wäre für mich eine interessante Option und ich würde dann tatsächlich sogar für die nächste Bundesliga-Saison Sakai auf der Rechtsverteidigerposition dafür abgeben. Ein weiterer Spieler, den ich mir jetzt mal auf die Wunschliste gepackt habe, ist dazu noch Lasogga. Der ist ja jetzt in Wirklichkeit beim HSV geblieben, deswegen könnte er nochmal interessant werden. Ist ähnlich wie Vogelsammer, sag ich mal. Beide im gleichen Alter, beide fast die gleiche Gesamtstärke. Da müssten wir mal schauen, wie das nachher wird. Ich schaue auch einmal rein, vielleicht ist es auch für euch interessant, ob Vogelsammer derzeit noch bester Zweitliga-Torschütze ist. Und das ist ja immer noch mit 2 Toren vor Lescano. Und ja, ist natürlich ein mega interessanter Spieler, so ein Spieler, der 16 Tore mal eben in dieser Saison geschossen hat. Und deswegen, ja, bleibt er bei uns natürlich im näheren Fokus. Das nächste Spiel, was vor der Tür steht, ist ein Auswärtsspiel gegen Bochum. Wir werden das mit der gleichen Formation angehen, mit der wir zuletzt selber gespielt haben. Wir werden das Ganze allerdings simulieren. Bochum ist jetzt nicht so unbedingt in unserem Umkreis, derzeit Tabellenzehnter. Natürlich ist es ein Auswärtsspiel. Ich hoffe allerdings mal, ja, dass wir eventuell irgendwann mal eine Simulation gewinnen dürfen. Ich bin hier wirklich große Hoffnung und hoffe, dass das hier mal 3 Punkte auswärts werden. Aber wie man FIFA so kennt, wird das natürlich sehr, sehr hart. Ich bin gespannt, ob das hier was wird. 30 Minuten gespielt, Holtby, unser ja, bester Torschütze im Verein, macht das 1:0. Und ich hoffe, es bleibt endlich mal bei einem Sieg hier in einer Simulation. Das wäre ein Traum, Redondo 2:0 und damit ist das durch. Wir gewinnen gegen Bochum insgesamt mit 2:1 und nehmen damit endlich mal in einer Simulation 3 Punkte mit. Und damit überholen wir tatsächlich auch Ingolstadt und sind jetzt auch 11 Punkte vor Tabellenplatz 4 bei 18 möglichen Punkten. Das bedeutet, eigentlich können wir mit dem Relegationsplatz, sage ich mal, schon fest rechnen. Tobias Knost, Oberschenkelprellung, fällt 3 Tage aus, das geht in Ordnung. Und ich hoffe mal hier ein interessanter Spieler im Scouting, den können wir schon mal wegschmeißen, den können wir auch wegschmeißen. Und ja, komm, wir vergessen das Scouting langsam. Bisher in der ganzen Saison tatsächlich noch nicht einen spannenden Spieler hochgezogen. Das ist echt derzeit sehr, sehr mau. Und ja, Holtby in der letzten Episode schon Spieler des Monats und jetzt einfach wieder Spieler des Monats. Der räumt wirklich gerade alles ab, was man hier in der zweiten Liga abräumen kann. Und der neue Mann ist da, nach langen Verhandlungen wechselt er jetzt für 1,95 Millionen, damit minimal über dem Marktwert, ist aber auch noch 23 Jahre jung, das muss man dazu sagen. Kann sehr polyvalent spielen, rechts Außenverteidigung, rechtes Mittelfeld und rechte Verteidigung. Sein Vertrag läuft natürlich aus, kommt dann im Sommer zu uns und ich bin auf jeden Fall, obwohl sein Vertrag läuft gar nicht aus, das ist ein Fehler, sein Vertrag läuft nicht aus, damit habe ich jetzt was verwechselt, aber er kommt, obwohl, läuft sein Vertrag aus? Nee, er läuft nicht aus. So, jetzt haben wir es fest, sein Vertrag läuft nicht aus. Er bezieht ein Gehalt von 11.000, damit passt er definitiv rein. Redondo ist hier derzeit Topverdiener von den Neuzugängen und ist da auch an der Maximalgrenze dran, da müssen wir sowieso mal reinschauen, weil ich glaube, beim Vertragsverlängern ist hier irgendjemand komplett ausgebrochen. Da müsst ihr nochmal schauen, wer das war. Bin ich zumindest der Meinung, das irgendwie in Erinnerung zu haben. Und ja, es ist Holtby, der jetzt einfach, ja, eigentlich einfach gehen muss mit 39.000. Ich würde sagen, wenn wir in die erste Liga jetzt aufsteigen, dann wäre das eventuell möglich, dass wir da an 40.000 rankratzen, damit das Ganze verdoppeln. Wir haben hier sehr, sehr viele, die unfassbar wenig verdienen, vor allem unsere Jugendspieler, die hier gerade mal, ja, 2.000 teilweise verdienen. Da müssen wir einfach mal schauen, wie wir das in der ersten Liga machen.
Das nächste Spiel, ihr seht es schon, ist ein Heimspiel, wahrscheinlich gegen Dynamo Dresden. Also es ist wahrscheinlich ein Heimspiel und sicher gegen Dynamo Dresden. Wir sehen auch, es ist ein Heimspiel. Und Dynamo Dresden ist derzeit Vorletzter. Das bedeutet, ich denke, so einen großen Reiz wird diese Partie nicht haben. Wir werden das Ganze deswegen einfach mal simulieren. Und ich denke, wir stehen auf der Heimseite. Hier muss eigentlich der Sieg kommen. Also hier darf eigentlich überhaupt nichts anbrennen. Das muss ein hundertprozentiger Sieg werden. Und mich würde es wundern, wenn hier irgendwas anderes passiert. Schindler mit dem 1:0 in der 14. Minute für den Hamburger Sportverein. Danach passiert bis zur Pause erstmal nichts. In der Pause der Wechsel. Sakai kommt für Knost rein. Holtby macht das Tor. Redondo kommt für Ab rein. Und damit geht es hier mit einem 2:0 in die letzten Minuten. Draus darf sich auch nochmal zeigen. 3:0 durch Santos. Und ja, damit ein souveräner Sieg hier gegen den Vorletzten, gegen Dynamo Dresden. Und ich würde einfach mal sagen, vor dem Darmstadt-Spiel beenden wir dann diese heutige Episode. Ich denke, wir haben ordentliche Spiele abliefern können, ausnahmsweise auch mal in den Simulationen. Und damit bin ich gespannt auf die letzten, ich schätze mal, 1 bis 2 Folgen werden wir noch haben in dieser Saison. Eventuell sogar eine Folge, kommt drauf an, gegen was für Gegner wir spielen, ob das nochmal interessant ist, das Ganze selber zu machen. Wie gesagt, wir sind jetzt derzeit Tabellendritter, weil alle anderen ein Spiel mehr haben. Das heißt, wir müssen gegen Darmstadt gewinnen, dann werden wir sogar 3 Punkte hinter Köln. Und dann könnte es sogar nochmal um die Meisterschaft für uns gehen. Also das ist sehr, sehr spannend da vorne. Wenn wir das Ganze gewinnen, steht es auch tatsächlich schon rechnerisch fest, dass die drei Mannschaften oben bleiben werden. Dann geht es eigentlich nur noch, wer kommt in die Relegation und welche beiden Mannschaften sind die direkten Aufsteiger. Aber ansonsten ist dann aufstiegsmäßig alles durch. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst definitiv gerne einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.